Hallo, liebe Freunde des fröhlichen Experimentierens mit Cosmos Elektronikbaukästen der Reihe XN. Das ist auch ein Experiment zum Thema XN Hightech und PC, weil der Zusatz, den ich jetzt vorführe, in diesem Baukasten drin ist. Wenn ich jetzt auch nicht am PC angeschlossen habe, soll es jetzt erstmal nicht weiter jucken. Hier sieht man ja, was es sein soll. Ein Fingersensor. Kern dieses Versuches ist ein Bauelement, was zweipolig ist, unverkennbar und wo man auf ein Stück Leiterplatte einfach ein bisschen Kupferbahn drauf meandert hat, also so als Schlangenlinien so drauf. Und das hat dann einen ziemlich hohen Widerstand, so im Leerlauf sozusagen Richtung unendlich. Aber wenn man da, wie in diesem Versuch beschrieben, mit einem nassen Finger drauf geht, ändert sich der Widerstand von diesem Bauelement so weit, senkt sich so weit ab, dass man an einer LED Licht sehen kann, weil ein Stromfluss da ist. Entsprechend habe ich mein Zimmer abgedunkelt ein bisschen, damit man das sehen kann. Ich schwenke mal rüber zum Aufbau. Das ist jetzt der Fall. Ich habe hier noch die Messspitze von meinem Multimeter mit dran. Aber wir sehen, was es im Kern ist. 470 Ohm Widerstand als Vorwiderstand. Dann dieser Sensor. Das sieht man aus, als würden die Dinger vierpolig sein, aber in Wahrheit ist der zweipolig. Die haben einfach den hier und hier, das haben die auch bei den Transistoren gemacht, einfach gleiche Leitung doppelt ausgeführt, dann ist die Verdrahtung einfacher. Das sieht man ja hier auch, wenn ich so einen Transistor nehme. Hier oben, also hier unten ist, also unten stimmt zumindest, E-Meter ist hier und hier dran. Das System haben sie da einfach fortgeführt. Also ja, das ist ein zweipoliges Bauelement. Muss man also auch darauf achten, dass es dann richtig rum angeschlossen ist, damit nicht aus Versehen die 0-Ohm-Strecke dran ist. So, okay, wir haben momentan auch Strom drauf und wir sehen, dass die LED nichts tut, die leuchtet nicht. Jetzt kommt noch die Sommersonne zum Fenster rein. Ich hoffe, die trübt jetzt nicht das Ergebnis. Ich mache jetzt mal meinen Finger mit Spucke nass. Nicht ekeln, bitte. Und gehe jetzt einfach mal mit dem Zeigefinger auf den Sensor drauf und wir gucken mal. Und ihr seht ganz klar, die LED leuchtet, oder? Finger weg. Dadurch, dass jetzt Restfeuchte drauf ist, mag es sein, dass es noch ein bisschen nachleuchtet. Soll uns auch nicht weiter stören. Aber wir machen noch als Zusatzversuch Strom ab. Und gehen jetzt einfach mal nur an den Sensor dran mit dem Multimeter, mit dem Ohmmeter. Und wir sehen im Augenblick, zeigt der 13 Megaohm an, 12 Megaohm und so weiter. Ich gehe jetzt nochmal mit dem nassen Finger drauf. Gucken wir mal, wie weit der runter geht. Da. Jetzt sind wir teilweise schon, was, hier bei 10 Kiloohm. Also es ist richtig drastisch, wie sich der Widerstand dann reduziert. Nur wenn er ein bisschen Feuchte kriegt, der Sensor, 12 Kiloohm und so weiter. Ja, das reicht dann als Vorwiderstand aus, dass wir den Lichtschimmer sehen. Ja, wollte ich euch erstmal zeigen. Im nächsten Video zeige ich euch dann mal, wie das Ganze mit einem Transistor funktioniert und dass das dann alles empfindlicher wird. Macht super Spaß. Danke fürs Zugucken. Wir bleiben in Verbindung, würde ich sagen. Tschüss. Bitte gute Laune behalten. Euer Kai aus Berlin.